Wenn sie mir in die Quere kommen, werde ich sie zerquetschen wie wertlose Insekten. Hier habt ihr die Antwort der Kaliti. Ach, die Olle kämpft dann auch gleich mit. Ist ja nett. Aber schön mit Zorro-Maske. Sehr sexy. Rotlanze. Mhm. Okay, das war ja jetzt nicht so schwer. Hallo, Uffe. Kann ich aber, glaube ich, nicht rauslassen. Ich brauche immer noch einen Weg, wie ich da reinkomme. Also von hier geht es ja offensichtlich irgendwie nicht, außer vielleicht, wenn ich... Ups, Mist. Ja, so wie die da. Ich wollte es nur mal auf meinem Pony machen. So, und wo ist der? Da hinten bestimmt. Die Witwen W. ist ein gutes Schiff. Ich liebe sie mehr, als ich je eine Frau geliebt habe. Diese Gewässer sind den Kaliti heilig. Müsst ihr wissen. Ach, wirklich? Und was geht mich das an? Diese Nomaden sind... Ich hau ihn lieber bevor. Sind Narren mit völlig veralteten Ansichten darüber, wie die Dinge... Ja. Konnte ich jetzt natürlich nicht zu Ende lesen. Aber die Tante macht genau die gleichen Quests wie ich. Naja, gut, ist ja auch egal. Da wird eh nichts Wichtiges erzählt haben, außer dass die, dass er halt, ne, auf die heiligen Sachen der anderen Scheiß, bla bla bla. Und ja, ne? Er ist böse und, ach ja, er ist böse. So. Ich hoffe, der Blutfleck im Wasser wird all denen ein Lehre sein, die das heilige Land der Kaliti entweihen wollen. Wir stehen tief in eurer Schulter, Tanne. Ja, man könnte jetzt auch einfach sagen, dass... oh, hier ging es nicht hoch. War doch da unten. Dass der Blutfleck nicht so richtig ins Wasser dringen konnte, da ich irgendwie beide auf dem Schiff getötet habe. Und da die Schiffe ja eigentlich festgebaut sind, also so, dass... möglichst wasserdicht. Ist irgendwie die Idee, dass dann da Blut durchkommt, was dicker als Wasser ist. Nicht so ganz einleuchtend für mich. Wie komme ich denn da hin? Ja, ich weiß, ich pull gerade alles, was nicht nied- und nagelfest ist, aber... Da steht einer. Ach so, das war ja die Olle. Okay, Fallschaden kriegen wir ja nicht. Was immer wieder faszinierend ist. Aha. Ah ja, wir gucken. Irgendwo in die Richtung. Hier sind Mithrilhüter.
bin ja immer noch dafür, dass es irgendwo oben ist. Aber wie man da hochkommt. Ah, hier. Tiefer. Oh. Doch nicht. Na gut. Ah, okay. Ja gut, den einen können wir tot machen. Oh, und gegenüber ist auch eine Quest. Na, schauen wir mal. Das Leben zu Zeiten des Eth-Reiches muss einfach faszinierend gewesen sein. So viel Wissen, so viel Potenzial. Sie haben es verschwendet. Aber uns wird das nicht passieren. Natürlich nicht, weil wir erhaben über die Fehler anderer Leute sind. Ist ja immer so. Also, man selbst macht immer alles besser als die davor. So, Hilfe für Silver. Ich dachte, Silver wäre ein Weib. Egal. Ebenenwesen, die Gedankenkontrolle ermöglichen? Wie faszinierend. Allerdings haben wir es momentan mit einer dringlicheren Situation zu tun. Ja, Gedankenkontrolle finde ich auch eher langweilig. Also, pff. Ich meine, könnte man bei jedem anwenden und jedem so einen Wurm in den Kopf setzen, aber who cares? Universalsteuerung. Habt ihr auf eurem Weg hierher die Konstrukte in der Schlucht gesehen? Es sind prachtvolle Exemplare. Ich wünschte, ich könnte mit den Technomaten sprechen, die sie entworfen haben. Aber vielleicht kann ich das nächstbeste tun und sie davon abhalten, Glücksküste zu zerstören. Diese neue Erfindung von mir sollte den gewünschten Effekt erzielen. Die Benutzeroberfläche ist ganz einfach zu bedienen. Und du? Kompromittierte Ausrüstung. Die Konstrukte waren einst eine der herausragendsten Errungenschaften des Drachentöterbunds. Jetzt aber haben sie sich zu einer Gefahr für ganz Schimmersand entwickelt. Sie sind mit Steuerungsgeräten verbunden, die überall in der Schlucht verteilt sind. Die solltet ihr zuerst untersuchen. Okay. Dann untersuchen wir mal. Ach, jetzt untersuchen wir doch nicht, sondern wir beschädigen. Ist ja nett. So, und den müssen wir bestimmt auf unter 50% kloppen. Ja, kontrolliert einen geschwächten Golem, war ja klar. Was? Neustartsequenz eingeleitet, okay. Sehr einfach. So, dann haben wir da noch eine Quest. Die holen wir uns gleich. Aber wenn der hier schon mal so mir über den Weg läuft, ja, dann müssten wir den auch noch schnell umdrehen. Hallo du. Du möchtest bestimmt die Dinos. Auf den Geschmack gekommen. Oh, den Sternen sei Dank. Ich hatte schon Angst, es findet mich keiner. Und ich werde von einem Golem zermalmt oder von einem Schluchtprahler gefressen. Die waren nicht immer so. Diese Schluchtprahler haben zu viel Flachhofinsassen verspeist. Und jetzt mögen sie etwas anderes lieber als Fisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Und was habe ich gesagt? Er möchte die Dinos. Weiblich ist eine Prahlerin. Falls es euch nicht aufgefallen ist, an dieser unglaublich weiblichen Grazie, die dieses, ich werde jetzt nicht Vieh sagen, aber die dieses Vieh ausstrahlt.
bin immer noch nicht tot. Mensch, Pat, wir müssen an dir arbeiten. Alles Weibchen. Vielleicht sind es in Wahrheit schwarze Witwen und keine Männer. Dinos. Männer, ja. Männer sind sowieso nicht weiß, sind ja Weiber. Macht aber nichts. Wir töten auch Weiber. Wir haben ja schon beim Beleidigen gesagt, wir diskriminieren nicht zwischen männlich und weiblich. Also dürfen wir auch beim Töten nicht diskriminieren. Das finde ich immer irgendwie faszinierend in so Filmen, wenn dann so, ich kann sie nicht töten, sie ist eine Frau. Oder wenn man gegen eine Frau kämpft, dann darf man nicht mit voller Stärke antreten. Oder was es da nicht noch alles für Klischees gibt, die da immer wieder aufgegriffen werden. Sitzt du so da und denkst dir, Oder diese Weiberhelden, die Frauen einfach kein Leid zufügen können. Wo du denkst, ja, dann stirb halt, wenn du dem Weib nichts tun kannst. Wenn die Alternative für dich unangenehm ist, hat er Pech gehabt. Ich meine, es ist zwar sehr nobel von wegen, ja, und Frauen, das schwächere Geschlecht. Die sind meistens kleiner und haben weniger Muskelkraft. Ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Aber, ich weiß nicht. Wobei ich andersrum aber wiederum auch so bin, dass ich... Weiß ich nicht. Ich finde es schon irgendwo wichtig, dass ein Kerl größer ist als ich. Ich meine, es ist auf keinen Fall schwer. Aber ich mag das. Ich mag das nicht so sehr, wenn ein Kerl kleiner ist als ich. Das finde ich irgendwie beunruhigend. Ich meine, wenn ich jetzt 1,80 wäre oder 1,70 meinetwegen, ist das eine Sache. Aber ich bin weder das eine noch das andere, sondern ich bin noch kleiner. Und ich treffe trotzdem immer mal wieder Kerle, die keine Asiaten sind. Also Asiaten sind ja relativ zierlich vom Körperbau, sowohl weiblich als auch männlich. Aber, weiß ich nicht. Ich finde irgendwie... Kerle sollten einfach größer sein als Frauen. Das ist sehr merkwürdig. Einerseits verabscheue ich Klischees. Ist ganz schlimm. Kann ich überhaupt nicht leiden. Allein schon dieses Klischee von wegen Frauen und Orientierung. Frauen haben keine Orientierung. Nein, natürlich nicht. Frauen können auch keine Straßenkarten lesen. Und Frauen können mit Technik erst recht nichts anfangen. Dafür sind Frauen super gut im Haushalt. Die können immer toll mit Kindern umgehen und, was es nicht alles gibt. Davon halte ich eher nicht so viel. Aber ein paar Sachen... Ein Kerl muss zum Beispiel, weiß ich nicht, also... Ich bin auch mit Kerlen befreundet, die kleiner sind als ich. Aber ich könnte mir einen Typen, der kleiner ist als ich, nicht als meinen Spacken aussuchen. Das weiß ich nicht. Das ist... Hatte ich schon mal probiert. Ich habe irgendwann den Respekt vor verloren. Also nicht den Respekt, sondern aber dieses... Weiß ich nicht. Dieses... Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss ihn beschützen und nicht andersrum. Und das, finde ich, sollte irgendwie nicht sein. Also ein Kerl muss nicht mehr verdienen als ich, aber er sollte schon in der Lage sein, jemandem auf die Fresse zu hauen, wenn er mich bedroht. Da bin ich ein bisschen altmodisch.